Guten Morgen. Heute ist der Tag der Tage und wir werden Koh Chang wieder verlassen. Da steht unser Moped, es ist abfahrtbereit. Unsere Rucksäcke sind auch gepackt. Und ja, in den letzten Tagen war vor der Fähre immer eine mega lange Schlange, also Stau, weil alle Leute runter wollten von der Insel. Und wir hoffen mal, dass das heute anders ist, denn ich habe irgendwie keinen Bock, mich nach vorne zu drängeln. Ah, und hier werden wir auch von den Hühnern geweckt, Mann. Und von den spielenden kleinen Welpen. Da hinten. Komm, wir filmen mal. Ja, komm. Guten Morgen. Ja, du bist ja ein Racker. Wow. Ein kleiner Knuffel. Oh, bist du süß. Der hat eine blaue Zunge. Bisschen blaui. Und da hinten? Wer ist da? Der Papa. Na komm. Oh, wer kommt da? Wer kommt da? Du bist auch so süß. Und wer kommt denn da? Der Papa. Der Papa ist da. Hallo. Das war unsere morgendliche Beschäftigung immer. Mit den kleinen Welpen spielen. Die sind so schnell gewachsen in den letzten Tagen. Und jetzt sind sie auch zutraulich, kommen zu uns, wenn man sie ruft. Voll geil. Einen Zwischenstopp gemacht. Nach, was sind wir denn jetzt? 100 Kilometer sind wir schon gefahren, also die Hälfte haben wir hinter uns. Jetzt noch 100 und dann sind wir schon in Rayong. Und ja, diese Straße hier am Wasser, die ist echt cool. Die geht überwiegend geradeaus, hat ein paar Kurven. Dann kommen Stellen, die sind brütend heiß wegen der Sonne und dann in der nächsten Ecke kommt so ein Schwung vom Meer, kalte Luft. Und dann ist wieder angenehm. Guten Morgen. Ach nee, hier ist ja gar kein Guten Morgen. Wir sind angekommen in Rayong und machen hier eine Pause.
Boah, Leute, ihr könnt es nicht glauben, aber es hat einfach so lange gedauert, von Kuchang nach Rayong zu kommen. Wir haben insgesamt 7 Stunden gebraucht. Und das sind nicht mal, wie viele Kilometer? 200? 200. Oh, ich kann es nicht glauben. Wie ihr an meinem Gesicht erkennen könnt, wir haben übelsten Sonnenbrand. Hier, guck mal, ich hoffe, man sieht es. Okay, sieht schlimmer in der Kamera aus, als es ist. Aber ja, es war eine dumme Idee, kurze Sachen anzuziehen. Auf dem Motorroller, macht das nicht, beziehungsweise cremt euch gut ein, aber ob da die Creme so gut weiterhilft bei einer langen Sonneneinstrahlung, ich denke nicht. Jetzt, wie ihr seht, im Hintergrund ist unser Zimmer. Das ist voll hübsch, müssen wir mal sagen. Mit einem Fernseher und einem Bad. Und guck mal Leo an. Der kann nicht mehr. Der ist fertig. Fertig und am Ende mit den Nerven. Das ist, nach einer Weile ist es einfach so anstrengend, mit dem Roller zu fahren. Vor allem, wenn dann da ganz viele Autos nah an einem vorbeifahren, kriege ich immer richtigen Herzsprung. Oh. Also, wir suchen uns jetzt erstmal was zu essen und dann werden wir uns in dieses gemütliche, wunderbare piep, 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 Bett hinlegen. Und was ich noch sagen wollte, wir befinden uns gerade im The Central Hotel oder so in Rayong. Und es ist so ein richtiges thailändisches Hotel, also wo keine Westler hinkommen. Und ich bin richtig überrascht, es ist sauber, es ist super günstig und es ist sauber, was wir selten hatten. Der Check-in-Zettel, der war komplett auf Thailändisch, weswegen ich schließe, dass hier keine Westler hinkommen. Genau, wir genießen jetzt erstmal noch den Sonnenuntergang, der jetzt gerade da hinten zu sehen ist und gehen jetzt erstmal essen. Und ich hoffe, dass bis morgen mein Sonnenbrand zumindest ein bisschen weg ist. Thank you.